Wenn ihr mein Video mit Holger damals gesehen habt, dann wisst ihr, dass er mir empfohlen hat, ein Blockheizkraftwerk in unseren Altbau einzubauen. Ich bin ein totaler Gegner von Wärmepumpen. Um das Ganze wieder fit zu machen. Dabei ging es allerdings zugegebenermaßen auch darum, mit möglichst wenig Aufwand und keiner nachträglichen Dämmung einfach die Bestandsgeschichte so zukünftig zu beheizen. Ich habe allerdings in dem Video auch gesagt, dass ich nichts verbrennen würde, um dieses Haus zu heizen. Und außerdem brauche ich den Schornstein als Kabelkanal. Nach dem Video haben sich jede Menge Firmen gemeldet und gesagt, sie können mir dabei helfen, das hier alles total gut zu machen. Als ich dann gesagt habe, wir werden das aber alles dokumentieren und wollen dann auch nach einem Jahr genau die Verbräuche offenlegen oder nach der ersten Heizperiode oder irgendwann, waren viele nicht mehr ganz so begeistert. Wer mir aber auch geschrieben hat, ist Henning. Ahoi! Ganz zufällig stehst du heute hier. Du verbaust Wärmepumpen, hauptberuflich oder richtig, hobbymäßig oder beides. Ich bin Heizungsanlagenmechaniker und Meister, seit vier Jahren selbstständig. Und wir haben uns vor 3,5 Jahren auf die Wärmepumpen spezialisiert. Ja, genau. Du hattest in deiner E-Mail, glaube ich, geschrieben, dass du über nichts anderes redest und dass wir uns gerne darüber unterhalten können. Und jetzt stehen wir hier. Wir haben uns entschieden, dass wir quasi die Erstbegehung der Baustelle und so ein bisschen abzuklären, was ich wissen will, was du wissen willst, damit du im Zweifel hier eine Anlage aufbauen kannst, das einfach mal zu filmen, ja, und zu gerne gucken, ob da was Interessantes bei rausfällt. Wenn ihr dieses Video seht, glaube ich, dass da was Interessantes bei rausgefallen ist. Ich habe ja keine Ahnung, wie man eine Wärmepumpenplanung beginnt. Also was sind die Faktoren, über die wir heute sprechen müssen? Ja, also die grundsätzliche Startfrage ist eigentlich, was für eine Heizlast haben wir? Das heißt, also das Haus, würde ich mal sagen, bevor ihr angefangen habt, war vielleicht noch nicht optimal für eine Wärmepumpe. Alle die Schritte, die ihr schon geplant habt und die auch vom Energieberater berechnet worden sind, die spucken eine Zahl aus. Das ist die, das ist der Wärmebedarf, den wir brauchen, die Heizlast. Ja. Und wenn die in einem gewissen Bereich liegt, bei dir waren es, glaube ich, 5 am Ende, 5 kW, dann ist das eigentlich die perfekte Startsituation für eine Wärmepumpe. Okay. Dann geht es nur noch darum, was hast du an Luxusfragen sozusagen? Wie viele Bäder hängen da dran? Wie viele Leute sollen später in diesem Haus wohnen? Ja. Und logischerweise haben wir draußen Platz, um eine Wärmepumpe hinzustellen, die dich in deinem Leben quasi auf der Terrasse nicht stört, ja, und andersrum logischerweise auch Nachbarn nicht groß beeinflussen soll. Das heißt, also Nachbarn, wie laut ist die? Also grundsätzlich, wenn wir so reden oder das Auto, was gerade vorbeigefahren ist, ist auf jeden Fall schon lauter. Ja. So, das heißt, die Regeln, die es gibt, sind, dass in 3 Meter Entfernung gemessen wird. Sämtliche Schallschutzgrenzen, die du einhalten musst, damit du eben keinen Streit mit dem Nachbarn hast, werden eingehalten. Sonst würden sich logischerweise die Geräte auch nicht verkaufen. Es gilt aber so, dass es ja nichts bringt, wenn du vor Gericht gewinnst, aber dein Nachbar dich trotzdem nicht mag. Und das gilt es quasi vorher zu klären. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Schlafzimmer genau gegenüber haben, sollten wir uns vielleicht überlegen, ob die Wärmepumpe hier wirklich an der richtigen Stelle ist. Wie flexibel sind wir denn da? Also wenn wir, weil wir sind ein bisschen festgelegt, wo der Innenteil stehen muss, genau, weil die anderen Zimmer schon vergeben sind. Ja. Aber können wir die dann einfach auf die andere Seite vom Haus stellen? Ja, also ich sag mal so, bis 15 Meter brauche ich gar nichts berechnen. Alles, was über 15 Meter Entfernung zwischen innen und außen ist, müssen wir uns einfach nur einmal kurz hinsetzen und die Rohrdimension besprechen. Das hat dann aber meistens eher eine Auswirkung auf dich und deine Innenplanung für den Keller, weil es müssen mindestens 2 Rohre von innen nach außen und meistens möchte man die nicht durch alle Kellerräume haben. Das stimmt. Was sind das für Rohre? Wir reden mit Dämmung nachher pro Rohr von 9 cm. Gut, das ist ja schon, das ist nicht schon wenig. Rohr. Das ist schon ein Rohr, ja. Ja. Also nicht wie bei meiner Klimaanlage, wo das irgendwie so ein... Nee, genau. Das wäre eine Splitanlage. Du könntest auch eine Splitanlage nehmen. Aber was ja auch gerade überall Thema in aller Munde ist, da geht es um natürliche Kältemittel. Das heißt, du brauchst eine Monoblockanlage, die quasi draußen nur den Kältekreis hat. Da ist dann R290 drin. Das ist Propan, also wie man es vom Grill kennt. Deutlich weniger als in jeder Grill-Gasflasche, die du sonst zu Hause hast. Und dementsprechend auch nicht mal halb so gefährlich. Aber es ist halt der Kältekreis nur außen. Und das heißt, nach drinnen wird nur Heizungswasser transportiert. Und das braucht einfach einen größeren Volumenstrom, weil es eben nicht die Leistung transportieren kann, die jetzt eine Kälteleitung transportieren kann. Okay. Aber dass ich mir jetzt irgendwie ausgemalt habe, dass hier vorne die Wärmepumpe hin soll, meinst du, müssen wir jetzt bei den Nachbarn gleich mal klingeln und fragen, wo das Schlafzimmer ist? Nein, auf keinen Fall. Also erstmal sieht man es, glaube ich, dass hier in die Richtung kein Schlafzimmer ist. Und du hast ja allein auf deinem Grundstück schon, würde ich mal sagen, 5 Meter, 6 Meter, ja locker, plus die 2,5 vom Nachbarn. Also wie gesagt, wenn wir hier so reden, ist das schon fast doppelt so laut wie die Wärmepumpe nachher. Ja. Woran hast du gesehen, also wie genau hast du die beobachtet, wo der Nee, glaube ich nicht. Also ein Schlafzimmer, also hier unten im Erdgeschoss wird es auf jeden Fall nicht sein. Nee, und oben die Fenster auf Kipp könnten natürlich sein, aber... Okay, gut. Ich glaube nicht. Ja, lassen wir die Schlafzimmer der Nachbarn außen vor. Was müssen wir denn, also was müssen wir jetzt
machen, besprechen, klären? Wie sehr, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also das Schönste wäre eigentlich, wenn wir gleich einmal den Heizraum drin sehen, dass ich weiß, wo steht da der. Da sieht es aber nicht viel besser aus als hier. Das ist kein Problem. Hauptsache, ich weiß, wo diese vier Wände sind. Ja. Und deinen Wunsch, wo du sie draußen gerne haben möchtest. Ja. So, und dann gucke ich, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen. Meine Überlegung war, dass wir die hier vorne hinstellen. Also, weil hier kommt Einfahrt hin. Ja. In fernerer Zukunft wird das hier, das wird nicht das Carport, aber hier soll ein Carport hin. Ja. Aber da reicht ja hier eine Zufahrt, die sich dann hier verbreitert. Darum haben wir auch versucht, diesen Baum hier noch irgendwie am Leben zu lassen. Ja. Aber die Überlegung war da schon irgendwie so da in der Hausecke. Aber also kann man grundsätzlich machen. Das ist, was ich meinte mit dem Abstand. Du hast jetzt wirklich, also du hast ja hier locker 6 Meter, also das langt auf allem, auf jeden Fall. Und du hast keinen Gehweg, der unmittelbar vor der Wärmepumpe längs geht. Weil es kommt immer vorne kalte Luft raus, auch im Sommer. Und das ist, wenn es wirklich jetzt ein kleiner Kellergang wäre, der dich dann stört, ein kleiner Gartengang, dann wäre es einfach störend, wenn die im Weg ist. Ja. So würde ich mal sagen. Ist das auch der Heizungsraum? Ja. Das ist ja perfekt. Also wie viel verliere ich denn? Wenn du sagst bis 15 Meter, dann geht ja logischerweise irgendwo Wärme verloren. Genau, es geht immer ein bisschen Wärme verloren. Deswegen sollte man probieren, die Strecke auch so viel wie möglich im Haus zu verlegen und nicht mit Erdleitungen oder so, die irgendwo hinten in den Garten zu stellen. Ja. Aber da reden wir über einen ganz minimalen einstelligen Prozentbereich. So, deswegen, also wenn du... Ja, vor allem, weil der Keller ja beheizt ist. Ne? Die Wärme geht ja trotzdem dann in einen beheizten Raum. Genau. Und wir reden darüber wirklich, dann gehen vielleicht bei 15 Meter mal 1-2 Grad verloren. Jetzt sagt man, okay, es sind nur 2 Grad, aber auf 10 Jahre ist das natürlich eine Menge. So, und das gilt es zu vermeiden. Aber wenn wirklich hier der Aufstellort ist für die Außeneinheit und wir nur unmittelbar wirklich durchbauen oder vielleicht noch durch einen Raum gehen, dann hast du eigentlich keine Verluste. Wollen wir in den Keller? Gerne. Gut, dann rein in die gute Stube. Dann kann ich dir bei der Gelegenheit auch noch eine Frage an den Kopf werfen. Ja. Und zwar habe ich eine Hausaufgabe bekommen von meinem Sanitär-Fachmann, SHK, der hier die Fußbodenheizung einbaut. Ja. Und der hat mich gefragt, wie laut kann eigentlich eine Bohrmaschine sein? Der hat mich gefragt, wie die Vorlauftemperatur sein wird. Kannst du das jetzt schon sagen? Ja, also auslegen würde man normalerweise auf maximal 40 Grad. Aber auch das ist quasi in Absprache dann mit dem Rohrabstand. Genau, das war, also er wollte wissen, wie für seine Berechnung, ob wir 30, 35, 40 Grad nehmen, weil er meinte, er würde dann den Rohrabstand oder die Durchmesser oder was auch immer danach auslegen, damit das irgendwie von der Wärmeabgabe, ich habe keine Ahnung. Ich habe schon mal gehört, Also es geht auf jeden Fall darum, je enger die Rohre sind und je größer sie sein können, desto mehr Leistung kriegst du bei niedrigerer Temperatur. Das heißt, je mehr Rohre er hier reinkriegt, also im Durchmesser sowie von der Länge, desto niedriger kannst du deine Vorlauftemperatur machen. Das heißt für dich nachher, wenn ihr eine Heizung habt, die 40 Grad im Vorlauf hat, brauchst sie natürlich logischerweise mehr Energie als eine, die 30 hat. Ja. Dagegen musst du natürlich sehen, wenn er jetzt sagt, wir legen mit 40 Grad aus und das kostet dich, keine Ahnung, 100 Euro den Quadratmeter und er sagt aber für 30 Grad den Vorlauf, dann braucht er, weiß ich nicht, 150 Euro den Quadratmeter, dann sollte man es sich überlegen. Aber ich würde empfehlen, dass er so viel Rohre wie möglich in dem kleinstgeringsten Abstand verlegt. Ja. Wir haben ja hier so ein bisschen das Problem, dass wir möglichst wenig Fußbodenaufbau haben können, weil wir auch noch die Decke minimal abhängen wollen und wir wollen hier jetzt nicht irgendwie alles an Raumhöhe verlieren. Ja. Also wir reden entweder darüber, ob 12 oder 16 mm oder 17, je nach Hersteller. Aber das sind so die Spannen. Das hängt aber wirklich dann von dem System ab, wie viel Dämmung muss da noch rein und wie viel Estrich soll nachher drauf. Ja. Aber das wird er sicherlich wissen. Der Unterschied wird ja nachher auch Effizienz ausmachen. Auf jeden Fall. Jedes Jahr. Jedes Grad und jedes Jahr, genau. Er legt hier direkt die Fußbodenheizung drauf? Oder wird, weißt du nicht? Weiß ich nicht. Also es wird ein relativ geringer Aufbau. Ja. Ich glaube 5,5. Ja, inklusive Estrich? Ja. Ja, dann ist bestimmt 12er Rohr. Unten habe ich ja meinen Arbeitsbereich. Also wir müssen nicht nach unten super stark dämmen, weil der wird auch beheizt. Ja. Oder er wird nicht unbedingt stark beheizt oder er wird von meinen Videolichtern und von meinen Computern beheizt. Ja. Aber das ist ein warmer Raum und dann, also die Wärme geht nicht verloren. Sie ist nur woanders. Das heißt, es wird wahrscheinlich das dünnste Rohr und dann sage ich ihm, er soll davon einfach mehr einplanen. Richtig, genau. Okay, perfekt. Wir wollten eigentlich in den Keller. Wir sind aber völlig falsch abgebogen. So. Sehr schön. Jetzt sind wir. Was denn ist? Nee, ich finde es super. Ich wollte es mir nur angucken. Jetzt sind wir quasi genau auf der anderen Seite von da, wo wir eben gestanden haben. Also hier läuft die Einfahrt hoch. Meine Wunsch,
oder mein, na, Wunsch ist auch übertrieben, aber meine Idee, wo das Außengerät steht, wäre quasi da auf der anderen Seite. Da hinten in der Ecke geht auf der anderen Seite der Wand der Schornstein hoch. Mhm. Da muss, ja, der ist zweizugig, da soll dann alles so ein bisschen verteilt werden im Haus. Also einmal Wasser und einmal Strom im anderen Zug. Der Elektroplaner hat sich gewünscht, dass ich mir jetzt hier nicht das Genick breche. Hat sich gewünscht, dass wir hier idealerweise die Elektroverteilung hinbauen. Ja. Aber das ist natürlich in Absprache. Also wenn du sagst, das geht nicht, dann müssen wir hin, dann müssen wir das sehen. Aber nach meinem Verständnis wäre ja eigentlich auch sinnvoller, wenn du dann quasi auf der anderen Seite von der Wand bist. Also aus Installateursicht ist das ein Traum. Also es ist wirklich da direkt die Außeneinheit nur durchgebohrt, dann hast du die Inneneinheit mit Warmwasserspeicher und allem drum und dran. Also zentraler und mit kürzeren Wegen geht ja gar nicht. Also würde ich auf jeden Fall dahin machen, dann kommen wir dem Elektriker nicht in die Quere und du hast da die Möglichkeit, eine vernünftige Heizungsinstallation zu machen. Wie groß ist denn das Innengerät? Also wenn ich hier so die alte Gasheizung dann dagegen sehe, also wie viel Platz verbraucht das alles? Ja, also von der Fläche grundsätzlich brauchst du genauso viel wie vorher. Es sieht nur anders aus. Das heißt, die Inneneinheit ist für dich quasi wie ein Kühlschrank, 60 mal 70 Zentimeter. Und dann hast du da unten den Warmwasserspeicher drin und oben den Zusatzheizstab, Regelungen, Pumpen und sowas. Und daneben dann den Pufferspeicher. Je nach Größe, ich glaube, wir hatten 100 Liter ausgelegt, der steht dann daneben wie so ein kleines Fass. Gut, aber das bedeutet ja, wenn das da in der Ecke steht und hier die Elektroverteilung ist, dann kann da nachher noch irgendwie PV-Speicher oder sowas hin. Ja. Dann haben wir diesen Raum voll. Aber das passt alles, sagst du. Ja, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie groß der ist. Der Raum ist so groß. Ich mache das beruflich. Speicher hast du gesagt, 100 Liter? Ja, also oder 100 ist für die, nein, 100 ist für die Auslegung, das ist auch richtig, würde ich auch machen. Ja. Man kann überlegen, den größer zu wählen, wenn du später noch mehr Energie von der Solaranlage speichern möchtest. Also es geht grundsätzlich darum, die Wärmepumpe braucht den Puffer, damit sie nicht immer nur für 5 Minuten läuft, wenn jetzt zum Beispiel nur noch euer Wohnzimmer geheizt wird, sondern dass die Laufzeit generiert und nicht ins Takten kommt. Da ist 100 Liter das Mindestmaß. Und alles, was du größer wählst, weil kannst du dann später nutzen für die Photovoltaik, weil wenn du Stromüberschuss hast, gibt es ein Signal für die Wärmepumpe, ich habe noch gratis Strom, möchtest du noch was damit machen? Und dann würde sie künstlich den Puffer erwärmen. Das heißt, sie würde dann sagen, okay, wenn ich eigentlich eingestellt habe, was Vorlauf sind, sagen wir 40 Grad, dann würde die auf 50 aufheizen und dann einfach weniger warmes Wasser mit kaltem Wasser mischen. So kann man es runterbrechen, ja. Okay, das heißt, das ist falsch. Wenn ich jetzt einfach sage, dann lass uns doch den Speicher 500 Liter groß machen. Ja. Dann habe ich wahrscheinlich im umgekehrten Fall das Effizienzproblem, oder? Richtig. Es macht keinen Sinn, grundsätzlich hier 300 Liter warm zu halten, nur für 5 Monate oder 4 Monate Sonne Überschuss. Ja. Vor allen Dingen, wenn du die Photovoltaikanlage mit einem Elektrospeicher machst, dann würde ich wirklich einen Standardspeicher nehmen, 100 Liter und damit fährst du gut. Dann hast du einen gesunden Betrieb und du kannst trotzdem ja die erhöhte Temperaturspreizung dann nutzen. Sie ist halt auf 100 Liter begrenzt. Ja. Gut, also rein theoretisch ist natürlich sinnvoller, alles, was von der PV-Anlage kommt, im Akku zu speichern, weil ich dann damit machen kann, was ich will. Ja. Da bin ich ja dann festgelegt auf Warmwasser. Richtig. Er lädt einmal, wenn Photovoltaik Überschuss hat oder Überschuss liefert, dann lädt er einmal Warmwasser auf, egal welche Temperatur das gerade hat, und einmal den Speicher um halt 15 Grad mehr. Mhm. Jetzt muss man aber auch sagen, den Pufferspeicher brauchst du im Sommer eigentlich nicht, weil du wahrscheinlich nicht heizen wirst. Das heißt, du nutzt es nur für das Warmwasser oder halt, Wunschvorstellung ist halt Frühling und Herbst. Wenn du es eigentlich draußen so 10 Grad warm hast, aber drinnen schon Wärme nutzen kannst und die Sonne dann scheint, dann ist der perfekte Arbeitsbereich. Aber ich würde dafür mir jetzt keinen 300 Liter Speicher oder so hinstellen. Okay. Dann lass uns gerne nochmal darüber sprechen, was du konkret vorhast oder was du uns empfohlen hast, was hier reinkommt, welche Anlage genau. Weil ich habe das schon wieder alles vergessen. Ja, das ist gut. Da wir als Elbhandwerk nur Sanierung machen, haben wir uns nachher umgeguckt, welche Wärmepumpe ist eigentlich für die Sanierung am besten geeignet. Ja. Da sind wir zum Schlussstrich gekommen, dass das die von Weiland ist. Eine Arotherm Plus heißt die. Da haben wir vorhin einmal drüber gesprochen. Du hast natürliches Kältemittel. Und wir haben ehrlicherweise als Monteure oder als installierende Firma den besten Support bekommen. So. Ja. Die Preis-Leistung stimmt und du kannst als Kunde nichts kaputt machen. Ich finde immer eine selbsterklärende Regelung. Das ist einfach immer das Wichtigste, weil wir reden sowieso so viel über Technik, was die meisten Häuslebauer eigentlich gar nicht wissen wollen oder gar nicht verstehen können. Ja.
Das heißt, du hast da auf der einen Seite ganz normal die Regelung, die du einstellen kannst, mit der du ganz normal deine Temperaturen regelst. Und wenn du aber Lust hast, mehr in die Details zu gehen, was Technik, Verbrauch und so weiter angeht, dann gibt es da eben noch ein bisschen Spielraum. Aber tatsächlich war das ja auch so ein bisschen, ich hatte ja in meiner eigenen Recherche vorher so ein bisschen rumgeguckt und bin dann auch über Weiland gestolpert. Die hatten ja irgendwie so eine Aktion, wo sie Altbausanierung oder Altbauumstellung auf Wärmepumpen begleitet haben. Und das war mir da schon ins Auge gefallen. Und dann, als du gesagt hast, ihr verbaut nur das, hat das natürlich ganz gut gepasst. Und die haben ja nicht nur nichts dagegen gehabt, dass ich völlig frei über die Sachen berichte, sondern sie haben sogar noch ein paar Schaulustige entsandt, die hier heute dabei sind und unsere Erstbegehung irgendwie beobachten wollten. Ja. Die sind auf jeden Fall Feuer und Flamme und die Begeisterung, die konnte ich natürlich auch nicht enttäuschen. Also wir bekommen eine Arotherm Plus. Genau, das was, grundsätzlich lege ich meine Anlagen selber aus, aber gerade natürlich in speziellen Fällen, wie jetzt in deinem Haus, wenn man das ganze Haus saniert, gehen wir da immer mit einem Innendienst, also mit einem technischen Berater drüber. So, und das was am Ende bei rauskam, war zufälligerweise das, was ich vorher ausgerechnet habe, aber es ist eine Arotherm Plus für draußen. Du hast drin einen Unitower, so heißt die Inneneinheit. Da sind 190 Liter warmes Wasser drin, also das, was du nachher verbrauchst für Duschen, Küche und so weiter. Mhm. Und ein 100 Liter Pufferspeicher, der eben die Laufzeit generiert und den du dann aufladen kannst, wenn du Photovoltaiküberschuss hast. Gut, und das Ganze kriegt dann noch irgendwie so ein Modul, dass unser KNX-Gedöns das alles auch steuern kann? Richtig, genau. Zwei Möglichkeiten. Eine Schnittstelle für KNX, damit du da noch Zugriff drauf hast. Und ein klassisches Internetmodul, da können wir uns als Fachfirma, wenn du das möchtest, auch draufschalten. Das heißt, wir können deine Einstellungen theoretisch auch aus der Ferne optimieren. Wieder korrigieren, was ich verstellt habe. Okay, gut, dann haben wir das alles. Ich weiß gar nicht, was ist denn normalerweise noch Teil von einer Erstbegehung? Ich kaufe nicht so oft Wärmepumpen. Also grundsätzlich ist ja nicht jeder, der eine neue Heizungsanlage braucht, auch bereit, das ganze Haus zu sanieren, sondern man würde dann an vorhandene Leitungen rangehen. Also in deinem Fall wäre es, wir nennen das immer einen Schnitt unter der Decke machen und gehen dann an alte Wasser- und alte Heizungsleitungen ran. Ja. So in deinem Fall ist es ein bisschen einfacher für uns, weil wir quasi dir die fertige Anlage hinstellen und dann in Absprache mit dem Sanitärpartner und mit dem Elektriker dann quasi die Übergänge klar machen. Also das heißt, wir haben gewisse Voraussetzungen logischerweise an den Stromanschluss. Das ist aber für den Elektriker in der Regel Standard. Und andersrum genauso haben wir natürlich nachher Anschlüsse, warm, kalt und Zirkulation. Und da geht dann der Installateur mit ran. Gut, aber das heißt, wir müssen jetzt nicht noch groß hier irgendwas anderes besprechen? Also von meiner Seite aus wirklich gar nicht, weil unser Aufstellort ist klar. Ja. Und wir brauchen, wie gesagt, nachher einfach nur einmal die Wasserleitung daran und die Stromkabel. Alles, was nachher an der Anlage verbaut wird, logischerweise Rohre, Kabel und so weiter, das machen wir eh alles selber. Ja. Dann muss da wahrscheinlich ein Fundament auch hin oder wird es an die Wand gehängt? Oder wie? Nee. Also die Wand ist gedämmt, ne? Da kannst du wahrscheinlich nicht hin. Doch, es geht beides. Das könnten wir nochmal überlegen oder das könntest du oder ihr euch überlegen. Ja. Man kann sie grundsätzlich an die Wand hängen. Sie ist auch schallentkoppelt. Also das heißt, du hast keine... Es vibriert nicht das ganze Haus. Genau, es vibriert nicht und die Dämmung bleibt, wo sie ist. Ja. Auch die Dämmung ist kein Problem. Dafür gibt es extra Wandhalterung. Ja. Müsste man jetzt wahrscheinlich machen, bevor die Dämmung da drauf kommt, ne? Nein, kannst du nachher einfach anbohren. Okay. Also das ist kein Problem. Es wäre sogar gut, wenn dahinter schon gemalt ist. Weil du hast nachher hinter der Wärmepumpe 20 oder 25 cm Luft. Ja. Und es gibt viele Maler, die es mögen, wenn da nichts im Weg hängt. Wie ist denn das? Also würdest du die eher an die Wand hängen oder eher hinstellen? Also ich habe sie bei mir zu Hause an der Wand. Das hat einfach was damit zu tun, dass du darunter frei gestalten kannst. Also bei uns ist dann so ein hübsches Steinbeet sozusagen, da so ein Streifen. Ja. Du musst aber wissen, dass es fällt Tropfwasser an, Kondensat. Also weil irgendwann friert hinten der Wärmetauscher zu, wenn wir so um die 0 Grad haben. Da muss sie sich einmal freitauen und dann fallen so bis zu 20 Liter Wasser an. Die kommen in einem Schwall unten raus. Okay. Wenn du ein Podest baust, dann gibt es dafür das direkt den passenden Ablauf. Dann läuft das ins Erdreich, versickert, du kriegst es nicht mit. Wenn du sie natürlich an die Wand hängst, dann siehst du eben, dass dort Wasser runterläuft. Und dann muss da unter etwas sein, was das auffängt. Ja. Und mit etwas meine ich sowas wie ein Kiesbeet, ein Grünstreifen oder ähnliches. Ja. Also wenn wir jetzt kein Fundament machen, dann sieht es darunter wahrscheinlich erstmal nach Erdreich aus. Ja. Aber das würde natürlich die Flexibilität, wenn wir da irgendwann wieder Geld haben, um die Einfahrt zu pflastern oder da irgendwas anzulegen, sind wir da ein bisschen freier. Wenn du sagst, unser Haus brummt dann nicht. Nein. Wir kriegen davon nichts mit.
Und dann, wie hoch man die hängt, ist dann auch egal. Du musst die mindestens 30 cm über dem Boden hängen haben. Ja. Damit eben, wenn dieser Schwall da rauskommt, da ist extra so ein Heizdraht dran, der darf nicht sozusagen zurückfrieren. Weil sonst würde logischerweise es immer unten noch mehr Tauwasser da rein. Es wird immer zufrieren und irgendwann geht sie kaputt. Das heißt, du brauchst 30 cm freien Auslauf. Und wenn der gewährleistet ist, dann ist egal, was da unter ist, dann tropft es einfach weg. Und dann hast du es echt pflegeleicht, würde ich sagen. Pflegeleicht ist sehr gut bei uns, ja, ich fürchte, also was heißt ich fürchte, aber ich denke, dass ich dann einfach mich hiermit umentschieden habe. Also wirklich, in der Pflege später ist es viel einfacher. Mhm. Verkaufsargument ist auch noch, du sparst dir 1000 Euro, um da nochmal Erde auszuheben und ein vernünftiges Fundament zu setzen, weil du einfach nur für gefühlte 250 Euro eine Wandhalterung kaufst. Das ist aber tatsächlich, also jetzt wird es aber, erstmal sagst du, es ist hier die perfekte Voraussetzung und das ist für euch einfacher. Jetzt sagst du, ich spare 1000 Euro, das ist mich überhaupt nicht gewohnt aus den letzten Monaten. Da geht es eher in die andere Richtung. Können wir machen, kostet aber 5000 Euro mehr. Ja gut, dann tackern wir das Teil an die Wand. Ja. Das wird ja dann wahrscheinlich irgendwann im nächsten Frühjahr passieren. Genau, bei der ganz normal bei der Installation, je nachdem, wann die Vorarbeiten hier fertig sind. Ja, wer weiß das schon so genau. Wer weiß das so genau. Aber genau, sagen wir mal im Frühjahr. Ja. Und dann sind wir ungefähr 4 Tage hier vor Ort. Ja. Und dann ist eigentlich von unserer Seite aus alles fertig. Dann ist die Frage, wenn wir die Anlage aufgebaut haben, muss die Wärme ja im Haus verteilt werden. Weißt du schon, wo Heizkreisverteiler hinkommen? Ich bin perfekt vorbereitet. Ich habe gestern ja, wie gesagt, die Hausaufgabe von dem Fußbodenheizungssanitärmenschen bekommen, herauszufinden, wie die Vorlauftemperatur ist. Und wir haben über die Heizkreisverteiler gesprochen, weil das mein Elektroplaner wissen wollte, für die Elektro, wo wie viele Ventile wohin gehen. Ja. Er hat gesagt, für den Keller kommt das einfach hier mit rein. Perfekt. Oben kommt es in den Flur. Ist dir das oben eigentlich noch wichtig oder ist das alles dann aus? Man muss halt nur wissen, dass auch wieder da von oben vom Heizkreisverteiler natürlich hier 2 Rohre hin müssen. Ja. Den Weg musst du, über den musst du dir klar sein. Gut, aber das ist ja, also von ganz oben, vom Dachgeschoss, da hat er gesagt, hängt er das im Flur, das ist auch auf der anderen Seite von dem Schornstein, dann wird er da ja wieder runterkommen. Ja. Das heißt, die werden ja hier irgendwo da, wo, was auch immer das hier für Kanister sind, wo die hängen, werden dann ja die Rohre hier reinkommen. Ja, und die müssen dann hier wahrscheinlich einmal wieder so richtig rüber. Einmal über die Decke rüber und dann kann das alles verbunden werden. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns ja spätestens im Frühjahr wieder. Sehr schön. Gut. Machen wir so. Dankeschön. Gerne, gerne. Ja, Olli, schön, dass ihr auch vorbeigekommen seid. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen. Genau, wir freuen uns drauf. Das ist ein ganz, ganz spannendes Projekt, was ihr hier erfahrt. Ja, bisschen spannender, als mir lieb ist. Ja gut, aber das ist meistens so. Solche Umbaumaßnahmen, die zehren an den Nerven, erfordern viel Geduld, langen Atem und auch die richtigen Leute dabei. Ja, das und vor allem, wenn man sowas noch nicht, also eine Wärmepumpe ist für mich ja auch irgendwie völlig neues Feld. Und viele denken jetzt ja wahrscheinlich gerade wegen der ganzen Weltlage darüber nach, irgendwie auch ihren Altbau darauf umzukrempeln. Falls ihr Fragen haben solltet zum Thema Wärmepumpe oder generell, schreibt es unten in die Kommentare und wir kümmern uns darum, dass wir das zeitnah beantworten, dass auch jeder seine Frage loswerden kann. Okay, jetzt hast du zeitnah versprochen, das ist natürlich gefährlich. Gerade über die Feiertage. Ja, vielen Dank. Und dann schauen wir mal, nächstes Jahr irgendwann im Frühjahr wahrscheinlich dann hier die Wärmepumpe einzubauen. Genau. Und dann haben wir dann nochmal ein Jahr später dann irgendwie die erste Heizsaison rumzuhaben. Ne? Genau. Gut. Schön.